Vom 4. bis 6. April fand in Dahlewitz wieder das traditionelle Osterturnier der Herbert-Schäper-Oberschule statt. 18 Mannschaften aus Brandenburg, Berlin und Rheinland-Pfalz spielten um den begehrten Siegerpokal. Die Idee wurde vor 20 Jahren geboren. Naja, ich war mit einer Klasse auf Klassenfahrt in Tschechien und da gehört zu unserer Tradition, dass wir immer auf die Schneekoppe gehen. Und diesmal war es so, das war der 28. Mai 1997, dass wir beim Abstieg in einen Schneesturm gekommen sind. Und das war, muss ich sagen, auch einer meiner brenzligsten Situationen in meinem Lehrerdasein, die dann alle wirklich vom Berg zu holen. Und nur durch so einen riesen Teamgeist haben wir das auch wirklich super geschafft. Und da haben wir gesagt, für die machen wir was ganz Besonderes. Und so ist das erste Osterturnier entstanden. Beim nunmehr 20. wurde die Fußball-Europameisterschaft von 2016 nachgespielt. Spielberechtigt waren Schüler bis zur 10. Klasse. Jede Schule vertrat dabei einen EM-Teilnehmer. Die Herbert-Schäper-Oberschule war mit 3 Mannschaften vertreten. Gespielt wurde an den ersten beiden Tagen in 6 Dreiergruppen, jeder gegen jeden. Fußball ist hier aber nur Mittel zum Zweck. Die Dahlewitzer Schüler sollen Verantwortung übernehmen und sind deshalb maßgeblich an der Organisation der Turniere beteiligt. Wichtig ist, dass sie merken, dass wenn viele mit anpacken und diese vielen einzelnen Projekte zu einem Gesamtprojekt zusammenfügen, dass sie ein Teil davon sind und sich damit reinsteigern. Und ich habe eben erlebt, dass es Schüler gibt, die sonst fragen, wann kann ich nach Hause, die hier beim Catering eben bleiben, bis eben auch aufgeräumt ist. Also Verantwortung übernehmen. Und das ist das große Stichwort. Das kann also so ein Projekt wirklich sehr, sehr gut auch mit vermitteln. Die Schüler übernehmen viele Aufgaben beim Turnier, zum Beispiel Spielplan schreiben, Halle dekorieren, für Sicherheit sorgen oder das Catering. Unsere Aufgabe ist es, Essen zu schmieren und zu verkaufen und das halt an die Spieler oder an die Gäste halt Essen zu verkaufen und Spenden einzunehmen. Wir haben ein gutes Teamwork hier und wir freuen uns immer, wenn wir neue Kunden haben und die Kunden sind auch immer zufrieden mit uns. Wir machen Fotos von den Spielen und von der Veranstaltung und wir müssen auch immer an den Computers eintragen, wie die Endspiele sind und auch Berichte schreiben, was gerade so Spannendes passiert. Und wir haben auch eine Instagram-Seite und dort posten wir auch dann immer Fotos von interessanten Sachen. Auch viele Eltern und freiwillige Helfer sind am Projekt beteiligt. Darunter der 74-jährige Günther Philipp Ahrens, seit über 50 Jahren Schiedsrichter. Er pfeift von Anfang an hier die Spiele. Naja nun, wenn man selber zur reiferen Jugend gehört, fühlt man sich wohl, bei jungen Menschen, egal ob Mädchen oder Jungen, dabei zu sein und denen im Prinzip Unterstützung in ihrem Spieltrieb zu geben und alles in die richtige Bahn zu lenken. Am letzten Turniertag fanden die Finalspiele statt. Im Halbfinale standen sich die Schulen aus Werder an der Havel und Berlin sowie Blankenfelde und Cochem gegenüber. Ins Finale schafften es Werder und Cochem. Sieg für Cochem aus Rheinland-Pfalz. Dass wir das Turnier gewonnen haben. Hat sich gelohnt, Herr Dahlewitz? Ja, alles, was wir im Vorfeld gemacht haben, hat sich gelohnt. Und wir haben sehr, sehr viel gemacht. Die Kleidung, das Training, das mit den Sponsoren, selber noch Geld erarbeitet, um hierher fahren zu können, das war schon eine ganz tolle Leistung. Und heute werden wir belohnt dafür. Bei euch ist er, glaube ich, in sehr guten Händen. Und ich glaube, aber das ist er doch. Ich hoffe, wolltet ihr Opa sehen. Europameister! Ja, ich bin total happy. Es war eine riesen tolle Veranstaltung mit auch einem ganz tollen Sieger. Und freue mich riesig, dass auch so fair gespielt wurde. Jetzt bin ich doch ziemlich kaputt und ein bisschen heiser, aber es hat riesig Spaß gemacht. Der Aufwand hat sich gelohnt. Und wie man ja bekanntlich weiß, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. 2018, 4 Monate vor der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland, wird hier dann zum 4. Mal die WM nachgespielt.
mit 32 Schulmannschaften aus allen Bundesländern. Auf die Schüler der Herbert-Schäpe-Oberschule kommen dann noch mehr Aufgaben zu. Sie dürfen unter anderem das Hotel Schule organisieren mit Rezeption und Frühstücksrestaurant.